Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Video. Wir haben die Akkus hier vor uns von Baxtar. Die wurden mir vom Felix empfohlen. Dann nochmal lieben Dank. Das hatte ich ja im Odinwar Shoppen schon gesagt. Die hatte ich auch schon in meiner Wunschliste. Was ich nicht wusste, das hat mir Felix geschrieben, also unter dem Video vom Echo Show 5, dritte Generation, dass ich mir die holen soll. Die schneiden besser als die Sony-Akkus, also halten länger als die Sony-Akkus und sind wohl bei den Tests bis jetzt immer sehr gut weggekommen. Und da hoffe ich, dass ich jetzt Akkus habe, mit denen ich mal was länger anfangen kann, weil ich habe jetzt hier diese hier. Die kann ich euch nicht empfehlen, die werde ich euch auch verlinken. Oplik oder so heißen die. Die habe ich mir bei Otto geholt. Die sind scheiße. Also die gehen noch, also würden noch gehen, aber die sind aufgegangen. Die sind breiter geworden. Die kriege ich, wenn ich die drin habe, nicht mehr raus. Nur mit Hebeln, wenn ich von unten raushebel, so nach und nach, bis ich sie dann halbwegs ein bisschen greifen kann. Und es ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache, dass ich mir die Kamera dadurch kaputt mache. Und dann habe ich hier noch die hier. Von RevPower. Mit dem Blau hier. Das sind die letzten, die ich mir geholt hatte. Die waren eigentlich oder sind eigentlich sehr gut. Die halten 1050 mA. Die halten bis jetzt. Aber der eine schwankt. Der geht halt von. Also, wenn ich die voll geladen habe, sind die bei 86. 96%, also niemals 100. Meistens so irgendwas zwischen 80 und sagen wir mal 98. Und einer von denen hat auch das Problem, dass der ganz schnell mal von 70% oder in eine 60, nee, 70%, ja, dass ich da halt nur ein bisschen was filmen kann und dann springt der um von, letztens waren es bei 74%, zack, auf eine 14% runter oder so. Oder der hat auch schon mal gehabt, dass er dann halt voll angezeigt hatte. Also habe ich angemacht, dann waren es irgendwie 87%. Habe angemacht, aufgenommen, nicht mal eine Minute aufgenommen, auf einmal stand da schon bei 46%. Sehr kurios. Ja. Und deswegen brauchte ich halt was Neues. Und die hatte ich schon auf meiner Wunschliste. Und die gucken wir uns jetzt mal an. Ich habe mir auch das Komplettpaket bestellt, weil ich habe gedacht, also habe ich auch selber bezahlt, keine Werbung, kein nix. Also ich selber bezahlt 42 oder 46 Euro. Ich weiß es jetzt aus dem Kopf nicht. Die haben so verschiedene, haben sie auch noch teurer mit über 80 Euro, mit, so wie ich jetzt gesehen habe, mehr Milliampere. In der Beschreibung stand nur, oder war halt ein Bild dran mit Micro-USB. Ich hoffe, dass halt USB-C mit bei ist, weil hier wird es angezeigt. Und wenn die wirklich gut sind, dann mal gucken, vielleicht auch mal Geld zusammensparen für die mit mehr Power. Hauptsache, ich kann die halt schnell beladen. Gucken wir uns jetzt erstmal das Ladegerät an, würde ich sagen. Kriege ich nicht raus. So. Ja, muss ich aufreißen, kriege ich nicht raus. Geht nicht anders. Ah, das ist auch rot gehalten. Ja, Anleitung brauchen wir nicht. Ein Kabel kriegen wir noch hin, würde ich sagen. Ein USB-Kabel ist mit bei. Da gucken wir gleich mal nach. Was ist denn für ein USB-Kabel mit dabei? Ein USB-C. Nee, Mini-USB. Ja, wie beim PS4-Controller. Karte. C1, CH1, CH2. Auch hier bei denen ist wieder nur plus minus. Und kein dritter für irgendwie Memory-Funktion, um den Akku auszulesen oder sowas. Habe ich bis jetzt auch nirgendwo gesehen. Ich habe danach geguckt und gegoogelt. Selbst bei den Sony-eigenen Dingern hast du nur Plus Minus. Ah, guck mal da. Da haben wir doch USB-C. Aber der wird mit dir geliefert. Rückseite ist rot. Ja, und das ist der FN50.
falls ihr euch das fragt vom Akku her. Müsste auch in der Videobeschreibung stehen. Gucken wir hier mal kurz drin. Steht hier irgendwas wichtig drin? In mehreren Sprachen halt nur, dass er geladen wird. Balken hoch, runter, USB-C, USB-Micro-USB, ja. Ja, Standard halt. Also, da kannst du nichts verkehrt machen. So, dann packen wir mal den aus. Ach ey, die kriegst du... Du kriegst das nicht raus. Du musst das praktisch zerstören. Oder? Nee, das ist ja auch Quatsch. Auf Müll für nix. So. Da sind sie. Von der Verarbeitung sehen sie sehr gut aus. Plus minus C ist in der Mitte. Kann ich das nicht lesen, ob die 1000 mAh oder? Ich habe die Lesebrille nicht hier. So, mal ein Foto. 1080 mAh. Pro Energy. Und auch eine Leon-Akku. Okay. Und die werden dann halt Kontakte nach unten reingesteckt. So. So. Das klickt dann wirklich so. Und dann Kabel drin. Und dann geht das hier hoch und runter. Also geht immer hoch. Und umso voller der wird, ist er dann, hat er dann irgendwann einen Strich. Und dann gehen nur noch drei Striche, dann zwei Striche, ein Strich. Dann blinkt der eine Strich und dann leuchtet der und dann heißt das voll. Oder ich muss mal nachlesen, vielleicht ist bei dem, dass es dann auch ausgeht. Weil bei dem Ladegerät von dem geht es aus. Also dann ist hier nichts mehr zu, ist nur noch der Akku zu sehen, aber die Striche nicht mehr. Und bei dem leuchtet er. Also alles. Müssen wir mal gucken. Und gucken, wie viel Ladung da auch noch drauf ist. So viel Müll jetzt wieder hier. Wegen so ein bisschen Kleinkram. Aber die ganzen Hefte, Anleitungen, Scheiß brauchst du nicht. Das schwarze Heft will ich nur aufheben, da will ich nochmal nachlesen. So. Ich hoffe, dass das jetzt, weil ich habe hier leider keine Möglichkeit, mit einem Dummy zu arbeiten, weil ich keinen Anschluss für einen Dummy hier habe, also strommäßig, wo ich aufnehme und auch wegen dem Kater, weil er mir das Kabel anfressen würde oder halt gegenspringen würde und alles kaputt reißen würde. Und ich brauche die ja auch, ich nehme ja nicht immer nur an dieser Stelle auf. Ich nehme ja auch vom Fernseher auf oder im Auto oder was weiß ich oder im Garten bei meiner Mutter und da brauche ich dringend Akkus, die funktionieren. Und wo auch Power drauf ist und drauf bleibt. Und wenn ich die voll lade, dass die voll sind. Und dass ich die dann auch von 100% bis runter leer machen kann. Also bis er braun leuchtet. Der geht ja schon bei 10% teilweise. Oder so geht der ja schon aus. Manchmal wird er braun, der Akku. Dass er dann diesen Strich hat und dann zack, ist er aus. Kommt immer drauf an. Die habe ich jetzt schon lange nicht mehr benutzt, weil, wie gesagt, ich will die nicht rausholen mit Hebelwirkung, weil ich will mir die Kamera nicht kaputt machen. Und die haben sie halt, wie gesagt, auch noch für 80 Euro mit mehr Power, glaube ich, 1500. Ich weiß es jetzt nicht. Wenn die das erfüllen, was sie erfüllen, dann mal gucken, vielleicht auch mal die einzelnen holen, weil das Ladegerät habe ich ja dann schon. Ja. Oder vielleicht doch nochmal das gleiche Paket wie hier, weil dann habe ich halt vierer. Und lade vier Akkus, weil ich dann damit mehr Power habe, brauchen sie natürlich auch länger zum Laden. Und dann bin ich halt ein bisschen besser aufgestellt.
Ich hoffe wirklich, dass es diesmal was ist. Weil ich habe echt die Faxen dicke mit diesem Akkus, ey. Weil das ist ja, bei denen ist ja nicht die, sind ja nicht die einzigsten, die von Oppo. Ich hatte die Oppo, hatte ich ja viermal. Zweimal habe ich ja schon zurückgeschickt. Weil die nichts gemacht haben und abgekackt sind. Aber hier bei den Bienen ist halt die Garantie abgelaufen, sonst hätte ich die auch zurückgeschickt. Den Dreck. Also ich verlinke die euch auch mal, diese Oppo, falls ich sie noch finde, falls es die noch gibt. Und mache dann halt so ein Smiley, so ein Warnsmiley oder irgendwas dazu und schreibe auch da Warnung, die bitte nicht kaufen. Das ist ganz großer Quatsch. Die bitte, bitte nicht kaufen, Leute. Auch wenn sie preisgünstig sind und so, kauft den Schrott nicht. So. Das soll es jetzt auch dazu soweit gewesen sein. Ich hoffe, hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.